Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Together Pokémon Blattgrün. Gut, wir sind hier auf Lasset mich nicht lügen. Ich gucke lieber nach, bevor ich irgendwas sage. Ja, so gewieft. Wir sind auf Island 7. Gut, wir sind gerade im Schluchteingang. Okay, das sagt mir so null. Ich weiß auch nicht, ob wir nach oben oder unten müssen. Also, die Trainerin könnte ja entweder die Grenze... Warte mal, die haben wir besiegt. Hallo, na? Wie war das? Ich handle nach meinem Aussehen. Hä, das ist ein Teil meiner Strategie. Gut, müssen wir nach oben oder... Nee, okay, wir müssen nach unten. Ich bin überzeugt, dass mich Training hier immer stärker werden lässt. Jawohl, immer stärker. Möchtest du eine solche Attacke lernen? Sie ist... Oh, cool. Nee, danke, aber jetzt nicht, nee. Nee, nee, nee. Nehmen wir nicht an. Gut, was ist eigentlich geworden aus dem Team? Gut, Togepi ist noch nicht ausgebrütet bzw. abgelegt. Ich habe nämlich in Moritz' Part reingeschaut. Ihr müsst wissen, also daher weiß ich jetzt, dass wir einen Togepi auf der Box haben. Ich werde mal ganz kurz... Ein Wissenschaftler eigentlich mal nennenswert anzusprechen, werde ich vielleicht gleich tun. Ich möchte noch ganz kurz mal so durch die Boxen gehen, euch mal zeigen, was wir eigentlich an Pokémon alles so am Start haben. Sagen wir es mal so und warte mal ganz kurz. Ich weiß, ihr hört jetzt ein paar Sekunden keinen Ton, aber ich muss leider Gottes noch im Nachhinein den Emulator lauter stellen, fällt mir auf. Ich habe mich schon im letzten Part gewundert. So, dass alles ein bisschen sehr leise war, ist jetzt minimal lauter. Denn ich habe ja damals die Aufnahme mit Simon und Moritz den Emulator ein bisschen leiser gestellt bei mir. Und jetzt wollte ich ihn wieder hochstellen, weil der Sound ist doch relativ leise gewesen. Gut, Box 14. Okay, auf Box 1 haben wir die Standard-Pokémon. Moritz hat ja alles dann noch umsortiert. Guckt mal, wir haben sogar noch... Warte mal, war ich das? Ach ja, habe ich das überhaupt erwähnt? Ich glaube, ich habe das Offscreen gefangen. Ich könnte natürlich auch gerade total lügen und dann war das jemand anderes. Aber ich meine, ich habe mit diesem Razzaf zu tun. Wenn ich mir... Wartet. Route 23, das sollte bei der Liga sein. Ja doch, das war ich. Da bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn es weiblich ist. War das nicht sogar noch in einem Part? Ich weiß es gar nicht. Egal, das ist Damien. Und hier haben wir dann... Ja, das ist ein bisschen... Finde ich schon fast eingebildet? Nein, ist es nicht. Aber dass Moritz halt, sagen wir mal, seine Box extra umbenannt hat, nur weil er Zeug gefangen hat. Gut, ich habe nichts gefangen. Stimmt schon, ne? Aber ich meine halt. Gut, was haben wir denn hier? Sitzsack, Bulldozer, Two-Face, was kennen wir noch so? Donner, Donatello, Shari, Lee, Snake, Skullkid, ja gut, passender Name, Kuribo, passt auch, Blooper, ich wollte gerade Blubber sagen oder Blubber, das wäre der Spitzname eines anderen Kollegens, Joey, ja gut, Teenager Joey, wer kennt's nicht? Stich Sparky, gut, das ist geklaut. Das wäre sogar ein Teammitglied geworden, wenn ich diesmal nicht auf Raupi Lust gehabt hätte, spontan. Sonst hätte ich wahrscheinlich wieder auf einen Pikachu namens Sparky gesucht. Lullaby, gut, Lullaby, ihr wisst schon, Wiegenlied. Ach Gott, ich kann nicht Englisch. Damie Junior. Ach so, gut, wir haben Damien und Damie Junior. Alles klar. Batman, Gandalf Junior, Greed, Karl, Radikal, ja, Birdramon, gut, Digimon confirmed. Dracula, Slow Sis, weil es weiblich ist, statt Slow Bro halt. Mr. Krabs, Robbie. Das ist gut. Das ist richtig gut. Norris, ja, von Chuck Norris. Mal schauen. Prepedo, Spatzenhirn, Spatzehirn, hat nicht ganz gepasst. Eggy, Donner, Big Mama, Eye Explorer. Ja, der Internet Explorer, wisst ihr ja schon, der ist so langsam. Da ist es Togepi und Visor. Wow, bester Name, EU West. Gut, Entschuldigung, dass wir jetzt damit ein bisschen Zeit verplappert haben. Ich wollte aber eigentlich mal nachgucken, also wird spontan heilen und wollte mal eben nachgucken, wie so eigentlich die Pokémon auf der Box heißen, bitte, was wir für Pokémon auf der Box haben. Gut, dann geht es jetzt weiter, nutzen wir den Part noch ein bisschen und haben keinen Topschutz aktiv. Okay, wir sind auf Island 7. Was wir machen müssen? Eine gute Frage. Ich kann es euch auch nicht sagen, aber wir sind mit dem Donner... Mit dem Don... Na, nein. Mit dem Don am Leaden. Und ich werde einfach fliehen, um den Topschutz zu aktivieren. Denn uns bringen die wilden Pokémon eh nicht so viel. Es wird bald sowieso offscreen trainiert. Und dann, klar, ja, bereiten wir uns eben auf das Finale vor. Ne? Weil es geht ja noch ein Stückchen weiter. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob meine Thumbnails reichen werden. Ich werde mal The Rock nach vorne nehmen. Vom Level her ein bisschen angebrachter als Don. So passt es. Gut. Ich hatte den Topschutz aktiviert, ich wollte gerade schon nachfragen. So, hallo. Gut. Servus, bist du in meinem Fanclub? Nein, bin ich nicht. Ja, nee. Gut. Ein Fanclub von einem Jongleur. Richtig. Jongleur Marek schickt Voltoball, also Pedo Junior, Pedoball Junior in den Kampf und wir holen The Rock. The Rock. Ach Gott, jetzt krieg ich einen Schluck auf. Bitte nicht. Bitte nicht einen Schluck auf. Wäre nicht gut. Schluck auf nichts gut. Intensität 7 wird selbstverständlich reichen. Da brauche ich auch kein Erdbeben. Dann können wir ein bisschen AP sparen und einfach mal auf die Intensität gehen. Denn erstens macht die auch einen guten Schaden, weil eigentlich, sagen wir mal so, ich selbst eine relativ
sagen wir mal, niedrige Intensität. Lass uns mal überlegen, Tanzer kriegen wir doch auch mit Steinhagel und sowas down. Eine niedrige Intensität macht auf jeden Fall auch hier genug Schaden. Und wow, sieht Tanzer hier riesig aus. Naja, kann nichts machen. Tanzer, tschüss. Ein schönes Pokémon, muss man sagen. Beziehungsweise Stelka ist ein sehr, sehr schönes Pokémon. Muss man doch mal erwähnt haben. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz was ansprechen zu meinen privaten Videos und sonstigem. Ihr habt vielleicht das Update Video 4 gesehen. Ich weiß, das ist jetzt total komisch für die Leute, die vielleicht vom Moritz Kanal oder Simons Kanal kommen. Aber egal, dann könnt ihr gerade weghören, außer ihr guckt mich eventuell auch minimal aktiver. Auf jeden Fall, ich habe heute einen Kommentar unter dem Update Video 4 bekommen, von wegen, du sagst, Motivation kommt auf und jetzt kommen keine Videos. Das liegt daran, ich habe auf Twitter eine Kleinigkeit getweetet und ne, ich kann es wieder erwähnen, es folgt einem ja meist nur der geringe Teil. Ich werde das auch nochmal in diesem Part bzw. in einem Kommentar nochmal unten verlinken, und zwar diesen Twitter-Post. Und zwar habe ich da erwähnt, Pokémon Y ist aktuell pausiert. Für die, die es noch nicht gesehen haben, jetzt sage ich es nochmal hier, Pokémon Y ist erstmal pausiert, das Projekt ist mir echt zu anstrengend, also unter anderem, als dass es aktuell gar nicht geschaut wird bzw. kaum Resonanzen bekommt. Also so Kommentare und so, es ist aktuell echt Mangelware und es ist echt schade. Und bezüglich dieser Motivation kommt auf, war eigentlich gemeint eher auf das neue Internet, wisst ihr? Weil ich bekomme ja bald neues Internet, also wenn ihr das hier seht, sollte ich es in der Theorie schon haben, beziehungsweise ist es möglich, ab dem Tag das neue Internet anzufordern, ab dem 12. Und ich bin kein Fan, nein. Das kann sich ja ändern, ich singe nur für dich. Och, dankeschön. Ich muss mich ganz kurz räuspern, entschuldigt. So, ist in Ordnung, ein bisschen Frosch mal zu schauen, singt er? Lalala, ich schicke meine Pokémon hinaus und die Mädchen schreien. Okay, guter Song für mich, dankeschön. Wir kämpfen einfach mal weiter, während ich nicht wirklich auf die Dialoge eingehen möchte. Auf jeden Fall, ich wollte gesagt haben, diese Motivation kommt auch, war bezüglich meines neuen Internets gemeint, da ich dann auch die Möglichkeit für Livestreams bzw. auch einfach schnellere Uploads habe. Sprich nicht, dass ich direkt motiviert bin, also ich bin indirekt motiviert, an wieder mehr Videos aufzunehmen bzw. mehr hochladen zu können. Aber die Motivation, Videos aufzunehmen, ist natürlich was anderes, weil ohne Resonanzen alles ist das natürlich so ein bisschen fragwürdig. Ich sag mal so, man kann damit leben, ich darf mich da jetzt auch nicht runterkriegen lassen oder rumheulen, aber aktuell ist halt so ein Punkt, wo ich denke, bei über 1100 Abonnenten könnten ja mal mindestens 5, 6 Leute unter jedem Video einen Kommentar schreiben. Habe ich aber null. Und wieso bin ich... Oh mein Gott, ich bin so braindead. Wieso bleibe ich denn mit einer vierfachen Pflanzenschwäche drin? Das war... Wow, best move EO West. Report this. Report me for that shit. Gut, wir gehen einfach auf Psychokinese. Ist auf den Pflanzentyp sehr effektiv? Nein, auf den Gifttyp. Und Aeoras wäre auf den Pflanzentyp sehr effektiv. Guckt da mal, macht sogar einen guten Schaden. Wird natürlich nicht reichen. Wir kriegen noch eine Paralyse for free drauf. Danke, du bist auch ein Arsch. Aber Satzene hat einen interessanten Sprite, muss man sagen. Also, es sieht sehr strange aus in der Generation. Da kommt sogar Top-Genesung. Fuck you. Dankeschön, fuck you. Gut, das könnte jetzt, glaube ich, ein Tool mit Aeoras werden. Aber das Spiel möchte... Nein, Quatsch, ich räusper jetzt nicht die ganze Zeit extra. Das werde ich auch nicht rausschneiden. Nein, eben, das war was anderes. Das möchte mich doch verarschen. Der hat eine Top-Genesung als einfacher Picknicker. Gut. Kann man machen. Spezialverteidigungsdrop. Warum nicht beim ersten Mal? Dann wäre die Psychokinese ein One-Hit gewesen. Danke dafür. Jetzt nochmal Säure kastieren. Dann gleich denken wir mal Paraheiler oder Hyperheiler unten. Hyper... warum denn? 25... Nee, nicht 25... Ist es eine 50-50-Chance oder eine 25-prozentige Chance, Paraflinch zu sein? Ja, gut. Ja gut, Parahex, nicht Paraflinch. Dachte ich auch immer. Das geht mir gerade ganz schön auf den Strich. Das kriegt eine Top-Genesung. Ist mir jetzt auch egal. Ist mir egal. Mein Smetbook Top-Genesung. Und das Geowatz bekommt einen Beleber und einen Hypertrank. Dann sind wir gut im Leben, ja? Schön. Ist das auch geklärt. Pokémon Ranger, du bist gar kein Picknicker. Oh, entschuldige. Ein Sprite war für mich ein Picknicker oder ein Camper. So mal, wie man dich in Call of Duty hassen würde. Puh. Gut, Top-Genesung haben wir auch schon 5 Stück. Deshalb können wir da ruhig mal eine benutzen, weil es lohnt sich jetzt quasi schon. 130 KP und einen Statuswert weg. Warum denn nicht? Eine Statusveränderung, nicht ein Statuswert weg. Sonnenstein, schön. Aber brauchen wir jetzt alles nicht. Tafelwasser, welche Erdbeleber, okay. Belieber und dann auf der Rock und das Skippen und schnell, schnell. Gut, ich könnte jetzt auch 2 Tafelwasser einsetzen, brauchen wir aber nicht. Wir haben eigentlich nachher genug Möglichkeiten auf Hypertränke und alles weitere zu gehen. Deshalb warum nicht? 86 KP können wir auch mit dem Hypertrank herstellen. Ich gehe erstmal hier runter, um zu gucken, was auf dem Schild steht. Eingang zur 7. Schatzschlucht oder zur 7. Schatzschlucht. Oh, wartet mal. Trainer werden gebeten, die Pflanzen in der Schlucht nicht zu beschädigen. Gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Ich bestrafe Leute, die Pokémon missbrauchen. Ja gut, also das würde ich auch tun, aber sexuell missbrauchen dann bitte doch gar nicht, weil das ist erst... Oh, schöner Sprite, muss man sagen. Saskia, hallo.
Okay, nee, ich würde sowas natürlich auch nicht tolerieren, auch wenn Duflor schon ziemlich verlockend aussieht mit seinem sabbernden Mund. Das ist schon echt ein geiles Ding, du. Oh Gott, das habe ich nicht gesagt. Wow. Es ist spät, 17.02 Uhr. Ich weiß nicht, was ich ordentlich gescheit kommentieren soll um diese Zeit. Ich habe gerade den Stat von Simon bekommen und dachte mir so, okay, mach mal weiter. Hau mal hier weiter auf den Putz. Pokémon Blattgrün muss ja weitergehen. Ich handle mal mit, ja, richtig, richtig. Gut, das habe ich schon fast erwartet, weil ja auch eben der andere Ranger eine Top-Genesung hat und Smetbo wäre natürlich auch angebracht gewesen, aber eigentlich wollte ich sagen, Duflors Sabber, die aus dem Mund hängt, ist schon echt etwas antörnend, ne? Muss man doch sagen. Entschuldigt. Na klar, jetzt erstmal wieder Freeshine. Ja, nee, ein One-Hit durch Blättertanz. Das muss ja jetzt vorkommen. Das muss ja jetzt vorkommen, weil der Steinhagel misst. Ist das geil oder ist das geil? Wow. The Rock geht heute ziemlich down, weil ich einfach missplay, beziehungsweise denke so, ja gut, wir kriegen Schaden, aber meine Freunde, wir machen das. Und was ist dann? Dann misst der Steinhagel und wir gehen mal wieder unnötig down. Und wir hören im Hintergrund bei mir ab und zu Geräusche von irgendwelchen Schleifmaschinen, weil irgendwelche Leute halt um die Zeit noch arbeiten müssen oder ihr Auto schleifen. Warum auch mal unser Auto schleifen sollte, ich weiß es auch nicht. Gut, erstmal Luft geholt. Bleiben mal drin gegen die Floor. Wir haben ja, wie gesagt, Aeoras bzw. Psychokinese, das mit einem Step dann, also ohne Step. Wobei es ist eigentlich, sagen wir es mal so, Aeoras bekommt Step und ist sehr effektiv. Es ist sehr effektiv, also von 60 auf 120 und Step dann nochmal, wie war das, die Hälfte. Also bekommen wir rechnerisch auf 150. Am Psychokinese ist effektiv, da kommen wir aber auf 180, oder? Irre ich mich jetzt. Von der Rechnung her, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, sehr vertief mal 2 und Step die Hälfte drauf. Und deshalb wäre Aeoras quasi 60 und mit Step 90 sehr effektiv. Oh, ja, ich habe mich verrechnet. Wobei, nein. Man muss es ja vom Base abziehen, sprich 60, Step ist 90, aber vom ursprünglichen Wert, weil es sehr effektiv ist, nein, gar nicht. Was laber ich denn da? Man muss den Step quasi draufrechnen und wenn es effektiv ist, dann nochmal das verdoppeln. Sprich, man kommt auf 180, so wie mit Psychokinese. Gut, du scheinst kein Problem da zu stellen, Trainer. Ach, wow, das war ein Bindestrich, ich dachte gerade Sonstiges. Und ich mag den Sprite echt gerne, sieht hübsch aus. Meinst du deine Pokémon freundlich, verstehen sie dich? Dankeschön, ja, das freut mich, dass du so nette Sachen zu mir sagst. Wir können gerne mal aus... was? Habe ich nicht gesagt, nein. Gut, Tafelwasser fürs Madbo und auch noch ein Paraheiler, wenn wir einen haben. Sonst brauchen wir eben, naja, wie heißen die Dinger? Hyperheiler? Paraheiler haben wir aber auch noch am Start. Und ich darf für The Rock nochmal heilen. Alter, bin ich heute scheiße oder was? Eieiei. Ich würde am liebsten Top-Beleber benutzen. Ich glaube, die sind doch ein bisschen seltener. Also die kann man noch für die Liga aufsparen, weil wir könnten in der Theorie Probleme kriegen. Und ich werde jetzt einfach die Tafelwasser aufbrauchen, weil ich glaube, wir können in Zukunft eh von dem Geld her wirklich auf Hyperheiler des Todes zurückgreifen. Und dann nehmen wir jetzt über 2 Tafelwasser, damit die Dinger erstens wegkommen und zweitens wir halt, wie gesagt, ein bisschen Geld für Hyperheiler sparen, weil Tafelwasser ist relativ günstig, aber die Hypertränke, wollte ich gesagt, und nicht Hyperheiler, sind halt auch super praktisch. Gut, so viel dazu, weiter im Text. So, hier unten war noch irgendwas, da waren, das sieht aus wie so ein Liebespaar. Ah ja, wenn ich an der Seite von Tizia bin, fühle ich, dass wir nicht verlieren können. Das sagt Till Schweiger. Richtig? Oh Gott, diese Sprites, Junges Glück, Tizia und Till. Schön, aber wieso diese Augen, die sind so zusammengekniffen und wow, Enton in Enteron, geil, Alter. Und vor allem, warum war die auf einmal rothaarig? Wird der Schaden hier noch geteilt? Ich geh auf Steinhagel. Ist mir wieder egal, ob irgendwas drauf geht, entschuldigt, aber ist egal. Ich gehe auf 2 Doppelattacken auf einen Surfer, im Prinzip nicht viel Schaden macht, aber ich glaube eigentlich, dass Steinhagel schon ziemlich, wow, auf Enteron 0 Schaden hinterlässt. Ja, der Schaden ist, glaube ich, sehr wahrscheinlich geteilt. Hoffentlich greift Enteron klugerweise nicht unser Geowatz an. Also klugerweise dann für uns im Sinne klug, weil sonst wäre das ziemlich klug eigentlich normal. Und wow, krass. Okay, das war jetzt kein geteilter Schaden. Und es geht auf eine Konfusion. Das ist sogar so relativ dumm. NPC-Style. Das ist gut, dann brauchen wir nicht wechseln. Sonst den Kack hier und da. Ich wollte schon sagen, warte mal, hat eben unser Geowatz Aquana outspeedet. Okay, aber Aquana ist das schnellste, aber Geowatz, bitte. Wenn ich an der Seite von Tizia bin, fühle ich, dass wir nicht verloren haben. Gut, das ist echt toll. Und dann sprechen wir noch mit Tizia und sie sagt, ich müsste härter mit Till trainieren. Gut, da kann man, glaube ich, nicht drunter surfen. Nope. Gut, dann werden wir mal da in diese Schlucht gehen, gucken, was da so erwartet. Uns erwartet. Hier, 7 Schatzschlucht.
Da sind auf jeden Fall lilahaarige Leute. Wahrscheinlich wieder Astrainer oder Jongleur-Zeugsens. Das ist ein weiblicher Name. Grid, okay. Ich gebe mir mein Bestes, um meinen Meteor-Mentor nicht zu enttäuschen. Ich habe Meteor. Okay. Mein Meteor. Sie sind ein Paar. Sie sind ein prima Paar. Ole und Grid. Geil. Geil. Miltank und Tauros. Gut, das passt auch sehr, sehr ironisch, weil Stier und Kuh. Okay. Kann man machen, muss man nicht. Da kommt jetzt mal der Bedroher, das ist nicht ganz so gut, aber auf Aquana ist es eigentlich relativ egal. Jetzt machen wir so, ich denke mal, die beiden kriegen wir mit auf jeden Fall unserer Steinhage-Surfer-Kombi down. Hier ist ja cool, dass der Surfer noch nicht drei Pokémon trifft, also beide Gegner Pokémon plus das eigene Team-Pokémon, sondern eben nur die beiden gegnerischen, das ist echt cool. Gut, da kommt der Einigler nach dem Bedroher auf Geowatz eben jetzt und der Einigler nicht ganz so praktisch. Also ich denke mal, es könnte sogar nicht reichen, weil die Pokémon sind schon relativ bulky und jetzt, wo dann noch Geowatz quasi mit dem Einigler gecountert wird, ja, wobei, es war ein Crit. Ich wollte gerade sagen, es war ein Crit. Und Tauros kriegt quasi null Schaden, ich sehe schon. I see what you did there. Und ein Top-Genesis hast du auch noch da, aber Tauros kriegen wir in dem Zug wahrscheinlich down und dann können wir eben Miltank mit normalen Attacken angreifen. Gut, das war der Zug von Miltank, der benutzt wurde, auch um Miltank zu heilen, ist in Ordnung. Dann sollte jetzt aber Tauros down gehen, also durch Surfer wahrscheinlich noch nicht ganz, aber es kriegt auf jeden Fall noch schon mal einen guten Schaden, denke ich mal. Ja doch, es reicht sogar. Das heißt, der Steinhagel wird nicht geteilt und gibt Miltank trotzdem ein bisschen mehr auf die Omme. Das ist natürlich auch nicht zu verachten. Ich muss niesen. Wow, das ist glaube ich im Let's Play noch nie vorgekommen. Oder? Weiß ich gar nicht. Gesundheit. Beziehungsweise werde ich es wahrscheinlich rausschneiden, weil es grauenhaft klingt. Ich bin mir da nicht sicher, weil ich habe, glaube ich, in einem Part noch nie niesen müssen. Kann natürlich eine Fehlaussage gewesen sein, aber ich glaube, sowas ist entweder noch nicht vorgekommen oder ich habe es rausgeschnitten. Ist eine Frage der Sache. Eine Frage der Ehre, wie auch immer. Gott, jetzt kribbelt meine Nase, aber vielleicht muss ich nochmal niesen. Das wäre ein bisschen unpassend. Gut, wir nehmen ein bisschen Schaden im Kampf, aber im Prinzip ist es in Ordnung. Kaskade ist so putzige Animation, die hier vonstatten geht und vor allem jetzt physisch angegriffen, um zu finishen. Wobei nach dem Einigen da vielleicht gar nicht mal das Cleverste war, Kaskade zu benutzen. Vor allem auch nach dem Bedroher, aber es reicht ja. Oh nein, es tut mir so leid. Stimmt, das war das Mädel, das habe ich nicht vergessen. Ich wollte erst für ihn lesen. Ich denke, es war eine gute Erfahrung für Grid. Ich möchte dir danken. Heißt die Grid? Grid? Ich weiß es nicht, wie man das sprechen soll. Red hat Nugget gefunden. Nuggets. Gut, da brauchen wir uns der Trummerer oder wir gehen hier unten lang. Es macht nichts, dass du zufällig diese stärksten Pokémon hast. Was, die stärksten Pokémon hast? Es bedeutet nichts, wenn du nicht mit ihnen umgehen kannst. Das klingt creepy. Ein bisschen. Okay, du bist auch so ein Dompteur-Dingsens. Dompteur-Toni. Sandama. Ja, irgendwie Sandama, das erinnert mich gerade an den Anime, als wir diesen Trainer hatten, der dieses komische Geschirr hatte, um quasi, sein Sandan zu knechten, weil er den 100. Sieg haben wollte. Das war, glaube ich, noch relativ am Anfang von Pokémon, der ersten Staffel, also zusammen mit Misty und Rocco. Und das war nicht so schön, wenn man so drüber nachdenkt. Nee, nicht so ganz. Gut, Intensität 6 finde ich das Sandama natürlich. Und Hermit the Rock ist gerade hier im Gebiet ein bisschen ungünstig, merke schon. Die haben entweder mehr Wasser-Pokémon oder was, worauf wir nur neutral nicht sehr effektiv treffen. Ursaring werde ich einfach drinbleiben, weil ich möchte auch The Rock wie gesagt vom Level ein bisschen hochbringen. Und was kommt von einem Ursaring schon großartig, außer vielleicht ein Durchbruch oder sowas. Aber ganz ehrlich, nee, ist in Ordnung. So, gehen wir auf den Erdbeben, hat 150 mit dem Step und Durchbruch halt, glaube ich, genau dasselbe. Und es übersteht das natürlich ganz knapp und kommt mit Erholung. Wenn es jetzt so eine Beere hat, dann ist er echt der krasse Typ von nebenan. So, wir testen mal ganz kurz, ob der Durchbruch wirklich in der Theorie gleichen Schaden macht. Also ohne Step, aber mit eben der Effektivität macht es ja tatsächlich eben den gleichen Schaden. Also es gibt sehr viel Sinn eigentlich. So, kommt jetzt das Schlafrede, das wäre richtig lustig, aber nein, kommt nicht. Dann gehen wir auf die Intensität und wir kriegen die 7. Gut, das hätte auch eine 6er und eine 1er Theorie. Nein, der 1er wahrscheinlich auch gar nicht mal, aber es gibt doch gar keine 1er, meine ich. Und das war Crit, wow. Unnecessary of Doom, ja, würde ich mal so sagen. Gut, und das letzte Pokémon von Toni ist Schlurp. Dann möchte ich das mal gerade eben ganz, ganz schnell ausschalten, indem ich Explosions... Nein, das tue ich nicht. Ich bleibe auf The Rock. Einfach nur, weil Erdbeben ja schon guten Schaden hinterlässt, beziehungsweise können wir auch wieder auf Durchbruch gehen. Bleibt uns überlassen. Ich gehe einfach auf Erdbeben, weil ist halt für mich eigentlich die stärkere Alternative, beziehungsweise wirkt es auf mich stärker. Und ja, ich sehe schon, mein Part ist so gut wie vorbei. Gut, da kommt noch ein Slam, also wir haben es mal wieder nicht one-hitten können, kommt also von den defensiven Werten sehr nah an Ursaring ran. Gut, da kommt die Intensität 7, ich glaube, das war die Standardintensität für diesen Part, wenn wir das benutzt haben. Ich glaube, wir hatten jetzt 2x7 und vielleicht auch 3x7 und eine 6 oder sowas, ich weiß es gerade wieder nicht aus dem Kopf, aber gut. Aber du bist ein Meister,
Ja, ich kann mit meinem Pokémon umgehen. Danke für das Kompliment, auch wenn du das eher nur grob gewalttätig machst. Hier kommt das Top-Elixier. Gut. Hier müssen... Für sich alleine trainieren ist mit Sicherheit keine schlechte Idee, aber mit einem Partner nach den Sternen zu greifen, ist auch in Ordnung. Auch Bruno, er hat zuvor mit einem Kumpel namens Camillo trainiert. LOL, ist der confirmed? Bruno mit Camillo? Ja, ihr wisst schon, Bruno aus der Top 4 hat mit Camillo aus Faustauhafen trainiert. Also Faustauhafen aus Pokémon Blatt, sag ich. Nein, aus Pokémon Saphir, Rubin und Smaragd, beziehungsweise Omega Rubin, Alpha Saphir. Ihr wisst, den Remakes oder eben auch den originalen Versionen. Ihr wisst schon, Camillo, der zweite Arena-Leiter, egal. Viel gelabert, wenig Sinn und Sonstiges. Das war's für heute mit Let's Play Together Pokémon Blattgrün. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei den anderen beiden vorbei und dann würde ich sagen, Aloha und Ciao. So ein Pech aber auch. Da vergisst man glatt zu erwähnen, es ist Part 69. Ich meine 69 und schon hat man Probleme, was die Audio anbelangt.